Es ist Samstag, der 31. März 2013. Hier ist die Sendung Macht und Menschenrechte bei unser Politikblog. Mein Name ist Volker Reusing. Heute geht es um den Fall Skripal und ich begrüße ganz herzlich als Interviewpartnerin Frau Elke Fimm, die stellvertretende Bundesvorsitzende der Partei Büsum. Ja, guten Morgen. Guten Morgen, Frau Fimm. Wie bewerten Sie den Anschlag auf den ehemaligen Doppelagenten Sergej Skripal und auf seine Tochter Julia? Ja, also ich würde mal sagen, das ist ein weiteres Beispiel für die Methode des britischen Empire, mit allen Mitteln zu versuchen, eine Konfrontation gegen Russland herbeizuführen, wobei es da offensichtlich noch diesen Kreisen ganz besonders darauf ankommt, das Verhältnis zwischen Russland und den USA zu zerstören, was sich ja durchaus in einer interessanten Weise entwickelt hat mit der Wahl von Präsident Trump, der immer wieder betont hat, dass er das Verhältnis zu Russland verbessern will. Das ist ein Aspekt, darauf können wir vielleicht gleich auch noch mehr eingehen. Aber ich würde auch sagen, dass das natürlich ein Versuch auch ist, im Grunde die absolute Schwäche, die Theresa May ja hatte in der letzten Zeit, rumzudrehen und wo sie offensichtlich versucht, sich da an die Spitze zu setzen als Heldin des freien Westens oder was immer. Nur ist das natürlich, steht das auf tönernen Füßen, denn die ganzen Vorwürfe, die Russland gemacht werden, sind ja Aktionen, die Großbritannien insbesondere unter der gegenwärtigen Regierung und auch früher, man erinnere sich nur an Blair, selber gemacht hat. Man erinnere sich an das Dossier, was dann zum Irakkrieg geführt hat, wo Lügen erstmal produziert wurden unter der Federführung von Blair, aber auch des britischen Geheimdienstes, wonach angeblich Saddam Hussein Massenvernichtungswaffen haben sollte, was dann zu dem verheerenden Angriff auf den Irak geführt hat mit der ganzen Serie von Regimewechselkriegen, die wir dann in der Folge gesehen haben. Und so könnte man verschiedene andere Aspekte auch noch durchgehen, die Vorwürfe des Einsatzes von Chemiewaffen, wo sich Großbritannien ja sozusagen als der große Mensch, also als der große Vertreter aufgespielt hat, wo es darum ging, das Russland in die Schuhe zu schieben, dass man angeblich Assad und Chemiewaffeneinsatz in Syrien da bewiesen hätte, was sich ja alles als im Grunde nicht bewiesen dargestellt hat, wo zum Beispiel auch der eben von amerikanischer Seite jetzt im Februar ganz klar gesagt wurde, dass es dafür überhaupt gar keine Beweise gäbe und so weiter und so weiter. Also was wir praktisch sehen, ist eine konstante Methode, insbesondere von Londons Seite aus eben Russland alles Mögliche anzuhängen und dann darum herum eine Allianz des sogenannten Freien Westens herum zusammenzutrommeln, was aber absolut der Realität nicht entspricht und wo ich denke, dass das Ganze auch auf Sand gebaut ist. Sie erwähnen eine Schwäche der britischen Premierministerin. Beziehen Sie sich auf die letzten Wahlen, wo sie eben nicht wie gewollt, wie erhofft, an Sitzen zulegen konnten, die Tories? Oder worauf beziehen Sie sich bezüglich dieser Schwäche? Naja, natürlich. Also das ist zum einen die Tatsache, dass die Labour Party unter Jeremy Corbyn also sehr, sehr zugelegt hat und also von allen Aspekten her, wenn heute Wahlen wären, also ist das Schicksal von Theresa May und der konservativen Partei also da sehr, sehr fragwürdig wäre, dass wenn man sich auch mal anschaut, die massiven Proteste, die es eben doch zum Beispiel kürzlich gegeben hat, als der saudische Kronprinz da nach London gekommen ist, um wieder mal Waffenkäufe zu besiegeln, was ja im Übrigen in der Tradition steht von Thatcher und den Saudis, die sogenannte Al-Yamama-Deal, was also diese britisch-saudische Achse da aufgebaut hat seit den 80er Jahren. Also da gab es ja massive Proteste. Jeremy Corbyn hat sich ganz klar auch dagegen ausgesprochen. Und dasselbe hat er ja im Übrigen gemacht gegen diese Verurteilung von Russland. Also ich glaube, da ist einfach auch ein Teil mindestens an Panik darüber da, dass also diese Regierung da gar nicht mehr lange es machen wird.
Aber ich glaube, das Wichtige ist tatsächlich die internationale Dimension. Denn das, was jetzt in der letzten Zeit rausgekommen ist über britische Involvierung, spezifisch die Involvierung von britischen Geheimdienstkreisen oder sogenannten Ex-Geheimdienstkreisen im amerikanischen Wahlkampf, ich sage nur als Stichwort das berüchtigte Steele-Dossier eines Ex-MI6-Mitarbeiters, der also auf dessen Grundlage dann die ganzen Anwürfe gegen Trump, er sei eigentlich nur von Putins Gnaden an die Macht gebracht worden. Also diese ganzen Sachen, die sind ja auseinandergefallen und es hat jetzt eine Phase erreicht, wo von offizieller Seite des amerikanischen Kongresses jetzt gefordert werden, Untersuchungen über die britische Rolle bei dieser Einmischung in den Wahlen in den USA und eben die britische Rolle dabei, eben alle möglichen Falschinformationen in den USA zu lancieren und die Kollusion sozusagen der Geheimdienste mit Großbritannien. Also das ist eine sehr unangenehme Geschichte für die britische Seite, denn letztendlich ist das ja einer der Vorwürfe, der auch immer wieder gemacht wird, propagandistisch. Russland habe mische sich in alle möglichen Wahlen ein, hacke Computersysteme und sonst was. Dabei ist es eben tatsächlich in diesem Fall nachgewiesenermaßen die britische Seite gewesen, die da Einfluss versucht hat zu nehmen, sowohl im Wahlkampf als eben jetzt auch weiterhin, um mit allen Mitteln zu versuchen, Präsident Trump eben Schwierigkeiten zu machen bei seinem immer wieder erklärten Vorhaben, er wolle die Beziehung zu Russland verbessern. Könnten Sie noch etwas mehr zu diesem Herrn Steele sagen und seiner Involvierung? Ja, das ist wirklich eine sehr interessante Geschichte, denn dieser Christopher Steele, der wie gesagt also angeblich, also der ist offiziell 2006 aus dem MI6 ausgeschieden, der hat also eine führende Rolle dabei gespielt, eben dieses sogenannte, also dieses Christopher Steele-Dossier zusammen zu schustern. Das ist so ein Schmutzdossier, wo unter anderem, also neben anderen unbewiesenen Behauptungen, auch alle möglichen Sachen behauptet werden darüber, dass sich der amerikanische Präsident Trump sozusagen bei einem Besuch in Moskau da in eine Situation begeben hätte, wo er erpressbar gewesen geworden wäre gegenüber Russland. Und das ist also ein Konglomerat von wüsten Behauptungen, was dann eben in die USA reingebracht wurde, unter anderem mit Unterstützung des früheren MI6-Chefs Dyerlaw. Das ist derselbe Mann, der seinerseits verantwortlich war für die Fabrizierung dieses angeblichen Beweises über Massenvernichtungswaffen von Saddam Hussein. Und diese Kreise haben praktisch daran gearbeitet, das auf allen Ebenen in den USA reinzubringen, in Zusammenarbeit mit dem Department of Justice und vor allen Dingen den Obama-Geheimdienstkreisen der Hillary-Clinton-Kampagne. Und das ist jetzt etwas, was also genau untersucht wird. Es gibt da jetzt einen Brief von Senatoren wie Senator Grassley, der also den amerikanischen Justizminister aufgefordert hat, eben eine Untersuchung gegen diese Aktivität von Christopher Steele und anderen eben zu machen. Und das ist jetzt insofern auch sehr, sehr interessant, weil derselbe Christopher Steele ja eine Firma gegründet hat, die heißt Orbis Business International. Und also als er dann damals ausgeschieden ist aus dem MI6 und über diese Firma lief da also extrem viel. Aber interessant, und da haben wir jetzt die Verbindung zu dem Skripal-Fall, ist es eben so, dass der Christopher Steele zur selben Zeit, als der Sergei Skripal, der ja für den russischen Militärgeheimdienst gearbeitet hatte, umgedreht wurde von einem MI6-Agenten, dass zu der Zeit der Christopher Steele ebenfalls in Moskau gearbeitet hatte und unter diplomatischem Deckmantel. Und diese Operation, diesen Mann umzudrehen, wurde offensichtlich von dem Christopher Steele dann koordiniert. Und das ist doch eine sehr interessante Geschichte.
Und danach hat er dieses Orbis Business International gegründet, als er 2006 den MI6 verlassen hat. Und das ist so eine Institution oder eine Firma, die sich praktisch die Public Relations gegen Russland da auf die Fahnen geschrieben hat. Interessanterweise muss man auch dazu sagen, dass der ehemalige britische Botschafter Andrew Wood, der also zur selben Zeit dort war, als dieser Skripal umgedreht wurde und der Stil in Moskau war, dass das damals der britische Botschafter gewesen ist in Moskau und der eben auch mit dieser Orbis und Stil-Truppe da weiter zusammengehangen hat später. Außerdem, das sollte ich vielleicht auch noch sagen, wurde der Herr Stil praktisch als Sachbearbeiter damals, als er noch im MI6 war, für die Anschuldigungen gegen Russland im Fall Litvinenko eingesetzt. Das heißt, wir haben also praktisch dasselbe Personal, was in diesem Fall jetzt da ganz eigenartige Kontakte offensichtlich hatte und eine Geschichte. Das sind dieselben Leute, das ist dasselbe Netzwerk, was eben auch mit allen Mitteln versucht, Beweise zusammenzuzimmern gegen Präsident Trump wegen angeblicher Kollusion mit Russland. Und das ist doch also schon eine ziemlich, ziemlich dicke Story, die hier natürlich in den Medien nirgendwo irgendwo auftaucht. Bei Alle Schall und Rauch habe ich kürzlich gelesen, dass ein Freund von Sergei Skripal in Russland mit ihm vor einiger Zeit telefoniert habe und dass Herr Skripal da die Überlegung geäußert hat, dass er ersuchen würde, nach Russland zurückzukommen. Ich habe auch gelesen, dass Skripal in Russland im Rahmen eines Agentenaustausches freigekommen sei, dass er nach Großbritannien ausreisen durfte und dass er auch 2010 begnadigt worden sei, also jetzt keine Strafverfolgung akut zu befürchten hätte. Ja, das macht die Sache ja noch absurder. Also die Vorwürfe, dass Russland das einzige Land sei, was da ein Interesse daran hätte, diesen Mann irgendwie zu beseitigen, weil das genau den, ich sag mal, offiziellen Weg gelaufen ist, auf dem dann Agentenaustausch und so weiter eben stattfindet. Und das macht überhaupt gar keinen Sinn von jedem Standpunkt aus. Es sei denn, Skripal hätte etwas gegen Russland getan nach 2010. Aber das ist aber sehr unwahrscheinlich, weil was hätte er da noch tun können? Also ich meine, wie gesagt, das sind alles Dinge, die im Grunde jeglicher Basis entbehren, also diese Anschuldigungen, vor allen Dingen, wenn man sich anschaut, wie die britische Regierung da sofort eine unglaubliche Hexenjagd und ein Trommelfeuer losgelassen hat, ohne in irgendeiner Weise das offizielle Protokoll zu befolgen. Also zum Beispiel eben dann auch die entsprechende Organisation OPCV, also die zuständig ist für diese Frage von Chemiewaffen, da einzuschalten, was ja auch Russland sofort gefordert hat. Russland hat ja auch gefordert, dass es eben entsprechende Proben bekommt von diesem Gas, was da, also dieser Giftsubstanz, die da eingesetzt worden ist. Das ist ja alles nicht passiert. Also der ganze Modus operandi ist also wirklich mehr als fragwürdig. Und die russische Regierung hat ja jetzt in einer Erklärung vom 28. März, die auf der Seite des Außenministeriums zu finden ist, auch gesagt, dass praktisch, wenn man die Gesamtheit aller Umstände jetzt analysiert, dass man dann erstens mal feststellt, ein Desinteresse der britischen Behörden hinsichtlich der Aufklärung, der wahren Motive und auch der Ermittlung, also was da überhaupt passiert ist, und dass die russische Regierung auf den Gedanken einer möglichen Beteiligung der Geheimdienste Großbritanniens an dieser Tat drängt. Und sie sagen dann wörtlich, wenn der russischen Seite keine überzeugenden Beweise für das Gegenteil vorgelegt werden, werden wir die Auffassung vertreten, dass wir es mit einem Anschlag auf das Leben unserer Mitbürger im Ergebnis einer überaus großen politischen Provokation zu tun haben. Und sie sagen dann, sie unterstreichen, dass die Last der Beweisführung in dieser Geschichte voll und ganz auf den Schultern der britischen Seite liegt. Also
weil das ganze Verhalten der britischen Behörden, das hat ja dermaßen viele Fragen aufgeworfen, also zum Beispiel die Tätigkeit von diesem Geheimlabor, geheimen Chemielabor von Großbritannien in Portendown, der ganz in der Nähe ist von dem Salisbury, wo dieser Anschlag stattgefunden hat, wo Arbeiten zur Entwicklung von chemischen Waffen durchgeführt werden. Da weist die russische Regierung darauf hin, dass zum Beispiel auch gerade in diesem also zeitlichen Zusammenhang alljährliche Manöver stattgefunden hätten, Toxic Knife, und die wären gerade am Vorabend der Vergiftung des Skripals von diesem Zentrum in Portendown durchgeführt worden, zusammen mit britischen Militärs. Und da seien in diesem Verlauf Methoden zur Bekämpfung einer chemischen und biologischen Kontaminierung trainiert worden. Also das ist wirklich interessant, weil ich meine, ich will das jetzt nicht da nicht spekulieren, aber wenn man sich mal überlegt, also das ist jetzt nicht das erste Mal, das sagen wir mal im Kontext von irgendwelchen sogenannten Übungen, dann reale Sachen da durchgeführt werden. Also ein Beispiel ist ja durchaus das, was um den 11. September 2001 da passiert ist. Und also das wirft wirklich jede Menge Fragen auf, allein schon der ganze Kontext. Aber jetzt mal abgesehen davon, also da gibt es bestimmt noch vieles, was da rauskommen wird, aber was ich gerne betonen würde, ist eben die Art und Weise, wie wirklich eine Kampagne gemacht wurde und eine bewusste, vorsätzliche Anheizung einer Konfrontation. Und das ist eben etwas, was in der Tat also sehr, sehr besorgniserregend ist, zumal sich da ja auch eben einige Länder gleich haben breitschlagen lassen und sind an vorderster Front mitmarschiert, vor allen Dingen auch Deutschland, was ich also wirklich extrem also unmöglich finde und auch wirklich etwas, was dringend korrigiert werden muss, dass man da auf unbewiesenen Behauptungen sofort eine ganze Theorie aufbaut und praktisch Schritte ergreift, die nur zur Verschlechterung des Verhältnisses mit Russland führen können. Und wie der frühere Botschafter Frank Elbe ja gesagt hat, es könnte absolut nicht im Interesse Deutschlands sein und es sei auch überhaupt nicht vereinbar mit der Art und Weise, wie man eigentlich eben mit solchen Dingen umgeht, weil man kann ja nicht einfach irgendwelche völlig unbewiesenen Behauptungen in die Welt setzen und dann sagen, es ist schon alles klar, während gleichzeitig Scotland Yard sagt, es dauert noch Wochen, bis man das alles ermittelt hat, dann diese OPCV, also diese Organisation in Bezug auf die Chemiewaffen, die haben auch gerade erst also vor einer Woche oder so angefangen, da überhaupt irgendwas zu ermitteln. Dann gibt es angeblich also mindestens 250 Leute, die da die ganze Zeit alles absuchen. Jetzt findet man raus, dass die höchste Konzentration vor dem, also an der Wohnungstür von dem Herrn Skripal da vorhanden ist. Da ist natürlich die Frage, wieso sind die dann in einem Park aufgefunden worden und. Also da ist so viel unklar, das einfach zu sagen und sich dieser Narrative der britischen Regierung anzuschließen, es sei alles klar und die einzigen, die ein Motiv haben könnten, sei Russland. Es ist wirklich unglaublich, dass da Deutschland mitmacht. Zur OPCW. Ursprünglich hat ja London, ich habe zumindest bei Sputnik News gelesen, Russland erstmal ein Ultimatum von 24 Stunden gesetzt. Später habe ich auch vom Ultimatum von 3 Tagen gelesen. Und ja, nach OPCW-Recht hätte man ja 10 Tage Zeit gehabt. Und Großbritannien hat ja hinterher doch noch die OPCW eingeschaltet, aber nicht von Anfang an. Aber Russland hat immer noch keine Proben bekommen, dass es selber überprüfen kann. Ja, das ist eben der andere Punkt. Also normalerweise ist es eben so, dass tatsächlich 10 Tage unter dem Protokoll dieser OPCW da die Zeit ist, dass man sich dazu äußert und dann werden auch entsprechende Unterlagen vorgelegt und so weiter, aber das ist eben alles nicht passiert. Und jetzt hat Russland ja praktisch einen Antrag gestellt, dem auch stattgegeben worden ist, dass nämlich diese OPCW
eine außergewöhnliche Sitzung des Exekutivrats am 4. April, also am Mittwoch, durchführen wird. Und das hat Russland beantragt, so wie der russische Außenminister Lavrov gestern gesagt hat oder vorgestern, weil sie eben wirklich, weil Russland die Wahrheit rausfinden will und weil, also um überhaupt da ein Bild zu bekommen, was da eigentlich los ist. Und eben um eine normale Diskussion zu haben und die Wahrheit zu etablieren. Weil was die Theresa May ja gemacht hatte, war ja sofort, also da am 14. März eine Sondersitzung vom Sicherheitsrat einzuberufen. Das war ja alles reine Propaganda. Also es ist jetzt gut, dass diese Organisation da praktisch diese Sondersitzung hat. Und das ist, glaube ich, einer der Schritte, die also Russland jetzt da ergriffen hat. Neben dieser offiziellen Erklärung, die also doch schon, wie ich schon sagte, also beinhaltet, eben den Vorwurf an Großbritannien aufzuklären, inwieweit ihre Geheimdienste da selber dran beteiligt sind. Und ich denke, damit ist der Ball da durchaus ganz richtig wieder da, wo er eben hingehört. Es stellt sich auch die Frage zum Beispiel, wenn es denn dieses Novichok-Gift gewesen ist, welche Länder oder wer sonst hat das überhaupt besessen zu dem Zeitpunkt? Wer konnte es überhaupt in Umlauf, im Verkehr bringen? Ja, das ist ja ein Punkt, den der frühere Botschafter Frank Elbe auch macht. Der hat da ein Interview in Russia Today gegeben, wo er erstmal darauf hinweist, dass auch selbst der britische Royal Court of Justice in einem Urteil vom 22. März gesagt hat, dass es würde sich um eine Novichok-Substanz oder um eine eng verwandte Substanz handeln. Und er weist darauf hin, dass das bedeutet, dass das Gift nicht genau identifiziert wurde und es sei auch keine Rede davon, also in diesem Urteil, dass das Gift in der Sowjetunion hergestellt wurde. Und also da er selber, der Herr Elbe, eben in der Genfer Abrüstungskonferenz in 80er Jahren Verhandler war bei dem Abkommen über die Ächtung chemischer Waffen und auch selber einen Unterausschuss über Verifikation geleitet hat, sagt er, er könnte nicht nachvollziehen, wie selbst wenn man dieses Nervengift analysiert, dass man daraus zwingend auf die Täterschaft schließen könnte. Und damals ist es ja auch in Usbekistan hergestellt worden, genau. Und die Amerikaner haben den Usbeken geholfen, diese Anlagen zu demontieren. Denn da könnte man ja auf die Idee kommen, dass es vielleicht in Usbekistan oder USA noch jemand was zurückbehalten hat. Oder Sputnik News hat auch geschrieben, dass auch es Forschungen gegeben habe in Schweden und entweder Tschechien oder Slowakei. Und alles Schall und Rauch schreibt, dass auch der im Iran man mit solchen Substanzen geforscht habe. Also ist ja wirklich ziemlich voreilig, dann noch nicht mal genau zu sagen, welche Substanz es jetzt genau ist aus dieser Gruppe und dann zu sagen, das müsse Russland sein, praktisch nur, weil die Russen als erstes scheinbar daran geforscht haben. Ja, also wie gesagt, der Herr Elbe sagt also, dass diese Substanz offensichtlich, wie er sich ausdrückt, auf eine lange Wanderschaft gegangen ist und weil in der Tat also da wohl weiter geforscht wurde, auch in den USA, auch in England, ja, und der Präsident der Tschechischen Republik, Miloš Zeman, hat ja sozusagen reagiert auf diesen Punkt, der in einer Erklärung in Fragen vom russischen Außenministerium gestellt wurde, dass da weiter geforscht worden sei, auch in der Tschechischen Republik, neben Großbritannien, USA, Schweden. Und er hat eben angefordert, dass das genau untersucht wird. Er würde zwar nicht denken, dass das der Fall sei, aber er hat das in Auftrag gegeben, was dann natürlich sofort wieder zu einer großen Hysterie geführt hat in den Medien, auch im Westen, wie der also sowas sagen kann und damit wieder dann die Front, die sogenannte Front des Westens dadurch brechen kann. Aber diese ganze Front, die ist ja sowieso sehr, sehr löcherig, denn 11 EU-Länder haben ja überhaupt nicht zugestimmt, also dieser Ausweisungserklärung und eben Erklärung dagegen gegen Russland, unter anderem Österreich, die sich da sehr klar
dagegen verwahrt haben und gesagt haben, also selbst wenn irgendwas dran sein würde, dann würden sie noch längst keine Diplomaten ausweisen, denn Österreich sehe sich als Brücke. Andere Länder haben auch sich geweigert, selbst der luxemburgische Außenminister Hasselborn hat gesagt, er könnte nicht nachvollziehen, wieso da jetzt nicht erstmal gewartet würde, was da überhaupt bei den ganzen Untersuchungen rauskommt. Und global sind es sowieso, ich glaube, an die 130 Länder, die das überhaupt nicht so sehen. China hat sich da ganz klar distanziert. Japan hat auch dem nicht hat da nicht jetzt mitgemacht. Und dann auch interessanterweise Neuseeland, also eines der Länder, zu diesen Five Eyes gehören, also eigentlich was die ganzen Geheimdienstoperationen und Abhörgeschichten, die haben sich geweigert, haben gesagt, nein, sie hätten da also überhaupt keinen Grund dafür, jetzt irgendwelche Diplomaten auszuweisen. Also das Ganze ist wirklich eine geopolitische Kampagne und es ist einfach, man muss es wirklich sehen, darauf würde ich gerne nochmal zurückkommen, in dem Kontext, dass Großbritannien, also die gegenwärtige Regierung, alles versucht, um da eine neue Kampagne gegen Russland zu inszenieren. Und die haben jetzt auch eine neue strategische, also praktisch so ein Review gemacht von ihrer nationalen Sicherheitsstrategie, wo im Vorwort die Theresa May nochmal reingeschrieben hat, dass also eine ganz große Bedrohung eben ist Russland. Dann bezieht sie sich eben auf diesen Skripal-Fall und das wäre ja schon eine ganze Serie von Aggressionen von Russland, die illegale Annexion der Krim, der Konflikt, den Russland anheizen würde im Donbass und mit der Unterstützung für die Assad-Regierung und so weiter. Und dann folgt die ganze Litanei, Russland hätte den nationalen Luftraum von europäischen Ländern verletzt und eine Kampagne von Cyberspionage und also Einmischung in Wahlen und so weiter, das wäre eben deren Politik. Und deswegen wird dann also die Folge, also als Folge daraus steht dann eben praktisch wohl in dieser neuen nationalen Sicherheitsstrategie oder das heißt etwas anders, New Strategic Security Capability Review, dass es jetzt eine neue Herangehensweise geben würde von Großbritannien aus, dass man nämlich alles koordinieren würde, sowohl die Streitkräfte, die Polizei, die Geheimdienste, BBC World Service, British Council, Wirtschaft und Diplomatie und man würde vor allen Dingen eben auch sich sehr konzentrieren auf die Frage von Social Media, denn das wäre ja offensichtlich der Bereich, wo Russland sich da am meisten einmischt, um auch die Glaubwürdigkeit Großbritanniens in der Frage mit Skripal irgendwie da zu unterminieren. Also das ist wirklich unglaublich. Also wenn man sich das mal überlegt, also es ist eine dermaßen aggressive Kampagne von Großbritannien und letztendlich beruht natürlich alles darauf, ob sie quasi die USA da an der Leine halten können, weil alleine ist Großbritannien natürlich wirklich nicht in der Lage, irgendetwas zu bewerkstelligen. Und deswegen, denke ich, sind die auch sehr hysterisch, diese Kreise, darüber, was jetzt da in den USA rausgekommen ist, um diesen ganzen Nexus von Christopher Steele, der Wahlbeeinflussung und wenn jetzt noch mehr rauskommt, wie der eben auch selber in diese Skripal-Geschichte mit verwickelt ist, dann ist das natürlich wirklich sozusagen eine politische Zeitbombe für Theresa May. Da habe ich noch eine Frage. Sie haben erwähnt, das britische Empire bezeichnet es aber gleichzeitig als Kreise. Das heißt, also der Begriff Empire verwenden Sie also nicht für Großbritannien als Ganzes, sondern für bestimmte Kreise dort. Können Sie es etwas genauer skizzieren, wofür das jetzt als Metapher steht? Ja, das ist im Grunde, natürlich hat das nichts mit der britischen Bevölkerung zu tun und wie ich vorhin schon sagte, es gibt ja enormen Widerstand in Großbritannien gegen diese Hysterie da von der Theresa May. Also es ist, ich würde sagen, doch ein Nexus von Geheimdiensten,
und von Finanzinteressen, die ihre Fälle davon schwimmen sehen. Und damit meine ich eben natürlich auch die Situation, dass eigentlich die City of London und das gesamte transatlantische Finanzsystem, so wie es heutzutage existiert, eigentlich den Infrastrukturprojekt von einer ganz anderen Wirtschaftspolitik, nicht die Stadtfinanzspekulation, also realwirtschaftliche Investitionen und jetzt die Frage des Gemeinwohls in den Mittelpunkt stellt. Russland unterstützt das ja voll, arbeitet da eng mit China zusammen und koordiniert auch auf jeder Ebene, auch strategisch, die Politik sehr eng mit Beijing. Und wenn man sich das mal anschaut, das ist ja ein alternatives Modell und es gibt eben Leute, die das nicht wollen, also die partout nicht wollen, dass man im Westen auch einen anderen Kurs wieder fährt, die sich einer Reorganisation des Finanzsystems, wie das eigentlich sehr wohl möglich wäre mit dem Glass-Steagall, mit der Glass-Steagall-Bankentrennung, sich dem total entgegenstellen, weil sie natürlich befürchten, dass sie dann letztendlich keine Macht mehr haben. Und was ich meine mit britischem Empire ist eigentlich dieser Nexus von ja eigentlich so einer alten Tradition, des britischen Empire teile und herrsche, die eben darauf beruht hat, immer wieder Dissens und Spaltungen hervorzubringen in allen Teilen der Welt, Vorwände zu schaffen für Kriege, sodass sich eben global nicht wirklich eine neue Friedensordnung, die auf wirtschaftlicher Entwicklung basiert, etablieren kann. Und also es ist jetzt nicht so mysteriös, weil ich habe ja ein paar Namen genannt. Dazu gehören sicherlich diese MI6-Netzwerke, die damals verantwortlich waren dafür, den Irakkrieg mit loszutreten und ja, also die kann man ja durchaus jetzt namentlich auch ausmachen. Und das ist eigentlich eine neue Phase und auch eine Chance, weil bislang war das Ganze immer ein bisschen diffus und also allgemein. Aber jetzt kann man ja doch genau gucken, wer hat da wann was gemacht. Und ich denke, das ist schon eine sehr große Verwundbarkeit für diese imperialen Kräfte, ja. Also dass die im Grunde, weil das Schlimmste für so Kreise ist ja dann, wenn sie plötzlich im Rampenlicht stehen, natürlich für Geheimdienste sowieso, aber eben auch für Leute, die eigentlich immer gedacht haben, sie könnten da so im Hintergrund ihre Strippen ziehen. Und das funktioniert jetzt in der Hinsicht eben einfach nicht mehr, weil in den USA ist ein großes Schlaglicht auf diese britische Involvierung. Der Trump hat ganz offensichtlich nicht vor, sich da von Großbritannien einfach so an der Nase rumführen zu lassen. Er hat ja noch am 21. März ausführlich mit Putin telefoniert, hat ihm zur Wiederwahl gratuliert und darüber gesprochen, wie man also da die Probleme lösen kann gemeinsam, Ukraine, Syrien, Nordkorea, und dass man sich eben auch und natürlich auch die Rüstungsfrage, und hat gesagt, dass man sich nicht in allzu ferner Zukunft da auch treffen würde. Und das ist natürlich sehr wichtig. Und ein weiterer Albtraum für diese britischen Empire-Kreise ist natürlich die Entwicklung mit Nordkorea, Südkorea, wo ja offensichtlich es eine sehr intensive Kooperation hinter den Kulissen gegeben hat zwischen Trump, Putin, Xi Jinping und eben der nordkoreanischen Seite und zum gewissen Grade sicherlich auch Japan. Also das sind alles Dinge, wo im Grunde Kreise, die nur darauf absehen, möglichst viel Konfrontation zu schaffen und Hysterie gegen Russland zu verbreiten und die Welt wieder in einen kalten Kriegszustand zu versetzen, weil es gibt ja auch enorme Vorwürfe gegen China, wollte da eine neue Macht werden auf der Welt und alles dominieren. Also die Leute, die nur Geopolitik wollen und Konfrontation, für die ist das, was da im Augenblick läuft, eine ganz große Gefahr, und die sehen da ihre Fälle davon schwimmen. Deswegen sind die so hysterisch. Was bedeutet der Fall Skripal denn für die Friedensbemühungen und Entspannungsbemühungen? Ja, wie ich schon sagte, also die Zielscheibe ist, diese Friedens- und Entspannungsbemühungen eben zunichte zu machen. Und das ist eben etwas, was ich denke, auf jeden Fall Putin versteht. Es hat sich auch gezeigt in einer Erklärung, die gemacht wurde von dem stellvertretenden Außenminister Russlands Ryabkov, der eben gesagt hat, dass Russland die strategischen Gespräche mit den USA auf jeden Fall fortführen wird.
und sich da nicht von abhalten lassen wird. Und das ist natürlich schon mal gut. Dann hatte ich schon über die Frage Korea gesprochen. Dann hat ja Trump gestern eine Ankündigung gemacht bei einer Rede, die ja bei einer Wahlveranstaltung, ich weiß nicht, wo er da war, in Ohio, genau, Tagesschau berichtet, hat er ja gesagt, man würde sehr bald aus Syrien abziehen, denn die USA hätten eigentlich andere Dinge zu tun, einschließlich den Wiederaufbau der Infrastruktur. Und das hat gleich wieder zu einer großen Hysterie geführt, weil das eben, also angeblich da dann Pentagon, Außenministerium wieder nichts von gewusst hätten, so wird es jedenfalls in den Medien dargestellt. Aber ich würde mal sagen, das Ganze ist doch ein Ausdruck eines wirklich ganz klaren politischen Kampfes in Washington, wo ja bereits einige Köpfe gerollt sind. Also Tillerson, der ja gerade noch im Januar gesagt hatte, die USA würden da ihren Militäreinsatz ausweiten, um gegen IS, aber vor allen Dingen auch den Assad da aus dem Amt zu drängen. Tillerson hatte auch sofort, da war sofort eingeschwenkt auf diese Vorwürfe von Großbritannien gegen Russland, und der ist ja dann Mitte März da entlassen worden. Und auch der McMaster, der Sicherheitsberater, der eben dem Trump da noch einen Zettel auf den Tisch gelegt hatte, er sollte beim Telefonat mit Putin bloß dem nicht gratulieren, ist mittlerweile auch weg. Derselbe McMaster, also laut Berichten, die ich gesehen hatte, war wohl auch derjenige, der da diese Koalition zusammentrommelte, um den Trump davon zu überzeugen, dass man da jetzt Diplomaten ausweisen muss. Also wie gesagt, der Mann ist weg. Und wenn jetzt eben Trump angekündigt hat, Truppenabzug aus Syrien, dann ist das ja nicht nur eine Sache, die die USA tangiert, sondern das hat ja sehr viel damit zu tun, dass gerade über Syrien, also Syrien immer wieder benutzt wurde von der geopolitischen Fraktion, um irgendwie einen Konflikt mit Russland zu inszenieren. Und das haben wir ja kürzlich gerade gesehen, wo diese Riesenkampagne wieder gemacht wurde in den Medien, wo Russland beschuldigt wurde, da auf Teufel komm raus eben praktisch Ostguta zu bombardieren und die syrische Regierung dabei zu unterstützen und so weiter. Und das war ja dann schon wieder vom UN-Sicherheitsrat. Also diese ganze Eskalation versucht der Trump da offensichtlich rauszunehmen. Und ich denke, das ist eigentlich ein gutes Zeichen dafür, dass der ziemlich genau weiß, wo da sozusagen der Hase im Pfeffer liegt. Nichtsdestoweniger ist die ganze Sache sehr, sehr gefährlich, und man sollte wirklich möglichst schnell darauf hinarbeiten, dass diese ganze Hysterie gegen Russland beendet wird. Und da, glaube ich, ist sehr, sehr wichtig, dass wir in Deutschland auch Stimmen haben, die sich dagegen aussprechen. Ein paar gibt es ja schon, aber wenn Deutschland wirklich sagen würde, wir machen da nicht mehr mit, das ist lächerlich, wir sind jetzt wieder mal hinters Licht geführt worden und wir wollen das nicht, wir unterstützen eigentlich jetzt die Zusammenarbeit mit Russland, wir unterstützen auch den amerikanischen Präsidenten dabei, diesen Bemühungen, dann sähe die Sache schon ganz anders aus. Ja, also ich muss zugeben, ich bin völlig überrascht gewesen, dass Präsident Trump das angekündigt hat bei dieser Rede vor den Arbeitern in Ohio, weil zu der Zeit, wo der Skripal-Vorfall gewesen ist, da hatten wir die russische Präsidentschaftswahl, und da gab es Warnungen wieder von der Botschafterin der USA bei der UNO, Frau Nikki Haley, dass die USA militärisch eben auch reagieren würden, wenn es zu einem weiteren Chemiewaffenzwischenfall käme. Und es gab Nachrichten bei Sputnik News und im Nachhinein auch bei Voltairenet, dass man da mit Chemiewaffenzwischenfällen rechnete und dass man drei vereitelt habe, jetzt aus russischer Sicht. Und es sind laut South Front zwei zusätzliche US-Flugzeugträger vor die syrische Küste gefahren, eben so in zeitlicher Koordination mit der Rede der US-Botschafterin vor der UNO.
das scheint mir auf den ersten Blick nicht damit zusammenzupassen, dass Präsident Trump jetzt, ja, kurze Zeit später, wenige Wochen danach nun sagt, dass die USA abziehen sollten. Ja, er hat das ja schon mehrfach gesagt. Also das wurde dann aber konterkariert durch Tillerson und durch andere Leute. Und das ist eben diese Auseinandersetzung, über die ich da gesprochen habe. Also das ist eben der Versuch. Und Nikki Haley, die gehört natürlich auch zu dieser Kriegstreiberfraktion, die um jeden Preis da immer wieder versuchen, irgendwas aufzukochen. Und gerade diese Geschichte mit angeblichen Chemiewaffeneinsatz, das ist eben etwas, was dann immer wieder auch gerade von britischer Seite lanciert worden ist, dass Syrien bzw. Russland das dann unterstützen würde und so fort. Also das ist eben, da schließt sich in gewisser Weise auch ganz interessant der Kreis zu dem, was wir mit dem Skripal-Fall da sehen. Denn die Frage ist ja, cui bono. Ja, ich meine, was steht da wirklich dahinter? Weil wir haben im letzten Jahr schon die Situation gehabt, dass der Trump da kurzfristig offensichtlich manipuliert worden war, unter Druck gesetzt worden war, dann diesen Einsatz zu machen da gegen Syrien. Damals ging es ja auch um angebliche Chemiewaffeneinsatz durch die syrische Regierung. Und mittlerweile hat ja der Verteidigungsminister Mattis im Februar jetzt ganz offen gesagt, nein, es gibt keine Beweise dafür. Ja. Also das sind diese Manipulationen und diese ganzen Berichte über angeblichen Einsatz von Chemiewaffen durch Assad und die Unterstützung durch Russland, das basiert auf den Angaben dieser sogenannten Weißhelme, White Helmets, dass die selber eben finanziert werden mit Hunderten von Millionen durch unter anderem das britische Verteidigungsministerium. Und die haben selber engste Beziehungen zu Al-Qaida und sind gegründet worden von einem ehemaligen britischen Offizier namens James Le Mesurier. Das sagt auf jeden Fall der Scott Ritter, der frühere UN-Waffeninspektor im Irak. Und der frühere britische Botschafter in Syrien und Bahrain, Peter Ford, hat ja neulich nochmal festgestellt, dass die ganzen Bilder, die da aus Ghouta und so weiter gekommen sind, dass da die Dschihadi-Kämpfer völlig fehlen in den Bildern und dass das daher käme, weil die Bilder von den Dschihadisten selber geliefert würden. Und in dem Zusammenhang hat er sich dann auf die White Helmets bezogen. Also das sind alles, da ist eine unglaubliche Psychokriegskampagne im Gang und also ich denke, dass das ist Teil dieser britischen Strategie, eben im Grunde da eine gigantische Massenmanipulation in die Welt zu setzen und dann einfach eine Hysterie zu schaffen, wo dann ganz schnell man handeln muss und dann eben man praktisch die Sachen, also das was an positiven und realen Dingen da im Gange ist, eben versucht zu zerstören. Der andere Punkt, auf Ihre Frage hin, ist natürlich, dass es ja in Syrien selber eine immer engere Koordination gibt zwischen amerikanischen und russischen Kreisen, also direkt on the ground. Und das ist jetzt auch gerade nochmal bestätigt worden, um genau zu verhindern, dass es da irgendwelche Dinge gibt, wo man dann eben in die Konfrontation zwischen USA und Russland geraten könnte. Also ich denke, da läuft eine ganze Menge und das ist eben immer wieder der Versuch, irgendwelche Vorfälle zu schaffen, die dann einfach dazu führen, dass das alles zunichte gemacht wird. Und das scheint mir also doch in diese Richtung zu gehen, was Sie da eben gerade noch gesagt haben. Was mir auffällt, ist eben auch, nachdem James Mattis ja schon im Februar das gesagt hat, dass sie keine Beweise haben bezüglich Chemiewaffeneinsätzen durch die syrische Regierung, dass dann eben trotzdem zwei zusätzliche Flugzeugträger vorfahren, um halt der Drohung, falls etwas passieren sollte, Gewicht zu verleihen. In den meisten Ländern ist es ja so, dass Oberbefehlshaber über die Streitkräfte ja entweder Regierungschef, hier im Personalunion mit Präsident USA, Präsident Trump, oder James Mattis sein müsste. Und die scheinen ja beide, was Chemiewaffenvorwürfe
angeht, heute eher vorsichtig zu sein und nicht so voreilig. Ob, trotzdem sind zwei zusätzliche Flugzeugträger da. Ich frage mich, wer hat die kommandiert, wenn es keiner von beiden gewesen ist? Das ist seltsam. Ja, das wird schon von der Militärführung irgendwie angeordnet worden sein. Aber wie gesagt, das ist einfach eine sehr es ist eine sehr komplizierte Lage und das ist einfach ein Kampf, der da im Gange ist. Und wie gesagt, also das man muss immer im Hintergrund behalten, dass es schon mal etwas gegeben hat, wie zum Beispiel diese Erfindung des angeblichen Massenvernichtungsdossiers über Saddam Hussein. Und Tony Blair hat es dann hinterher zugegeben, hat gesagt, es hätte mir ja ganz schrecklich leid, aber das sind halt dieselben Methoden, die heute eingesetzt werden. Und man sieht da, wie eben bestimmte Kreise eben sozusagen dann manipuliert werden oder kurzfristig unter Druck gesetzt werden, eben sich an sowas zu beteiligen. Es war ja damals immerhin auch der Colin Powell, der das als den schlimmsten Fehler seines Lebens bezeichnet hat, dass er darauf reingefallen ist. Und das ist eben ein Punkt, dass tatsächlich diese Kreise da, für die jetzt der Christopher Steele sozusagen besonders steht, dass die es ganz offensichtlich geschafft hatten, auch in den USA da auf allerhöchster Ebene sich im Grunde Netzwerke aufzubauen oder zusammenzuarbeiten, die auch diese ganzen Verdächtigungen und Behauptungen und so weiter jetzt über ein Jahr lang über Präsident Trump und angeblich russische Beeinflussung da reinpfeffern. Und das ist wirklich, also ich meine, das ist wirklich ein Beispiel dafür, wie diese Operationen laufen. Ja, also und jetzt ist rausgekommen, dass da überhaupt nichts dran ist durch den Geheimdienstausschuss des US-Repräsentantenhauses und diese Leute werden jetzt selber untersucht. Aber es ist schon ein ziemlicher Hammer, dass das überhaupt alles so möglich ist. Also dass tatsächlich so dieser sogenannte Deep State und die Verstrickung mit dem britischen Geheimdienst, also wie die da zusammenarbeiten in den USA. Und wir haben ja gesehen, mit welchen Methoden immer wieder der Präsident Trump da attackiert wird für alles Mögliche. Und man kann sich natürlich auch irgendwo vorstellen, dass der Sinn und Zweck der ganzen Sache unter anderem eben auch ein Nervenzermürbungskrieg ist, um ihn von wirklich wichtigen Sachen abzuhalten. Also insofern wird da schon mit unglaublichen Bandagen gekämpft und ich glaube, es ist eine sehr gute Sache in einer Hinsicht, dass das jetzt eben alles rauskommt. Ja. Und vielleicht noch ein Aspekt, das kann man auch auf unserer Webseite nachlesen. Wir haben ja auch mehr dazu geschrieben über die Rolle von dieser Cambridge Analytica und Strategic Communications Laboratory. Das ist eben auch ein britisches Unternehmen, was eben jetzt verwickelt ist in diese Facebook-Geschichte, also wo da Daten abgeschöpft wurden. Und der wirkliche Skandal ist, ich meine, ich bin jetzt kein Freund von Facebook, aber der wirkliche Skandal ist, dass diese Firma, insbesondere dieses SCL, dass das eben eine Firma ist, die also total verbandelt ist mit den Geheimdiensten, mit dem Militär in Großbritannien, auch mit der NATO. Und die haben als Spezialgeschichte quasi, dass sie da überall Desinformation sehen. Und die haben also unter anderem schon mal eine PR-Kampagne im besetzten Irak gemacht, wo sie unter anderem gefälschte Al-Qaida-Videos produziert haben. Und das ist so eine, ja, das ist so eine gigantische Psychokriegsoperation, die auf allen möglichen Ebenen operiert. Und das ist eben das, worüber man sich da im Klaren sein muss. Und die Massenmedien sind da natürlich schon mit involviert, weil wie jetzt genau, weiß ich nicht, aber es ist doch schon sehr erstaunlich, dass 97% aller Berichterstattung in Deutschland bei der ARD über Präsident Trump negativ ist. Also woher kommt das? Das ist ja eine Gleichschaltung ohne Ende. Ja. Ich habe da eine Mutmaßung. Ich kann mir vorstellen, dass es dadurch kommt, bei den staatlichen, durch die also Rundfunkräte, wo ja gesellschaftlich relevante Gruppen, auch Politik zum Beispiel, da den programmatischen Freiheit Grenzen setzen kann,
bei Privaten vielleicht auch, ich denke, durch personelle Überlappung, durch Leute, die in Thinktanks sind, in außen- und sicherheitspolitischen Thinktanks. Ja, ja, das denke ich auch, aber man muss sich das ja mal überlegen. Das hat dann ja mit Demokratie nichts mehr zu tun. Also das ist ja schon ziemlich also unglaublich. Und ich finde, der Punkt, auf den der frühere Botschafter Elbe da hinweist, dass das also auch die Art und Weise, wie man in Deutschland sich da sozusagen an dieser ganzen Kampagne jetzt von Großbritannien und diesen Vorverurteilungen gegen Russland beteiligt hat, dass das also auch durchaus Straftatbestände erfüllt, nämlich also dass man nicht einfach irgendwelche Behauptungen machen darf, die dann den Frieden stören und andere Dinge. Also das sollte man irgendwie auch nochmal durchaus eben da verfolgen, ja, und den Politikern hier also auch vorhalten. Aber nochmal vielleicht ganz kurz zurück auf diese beständigen Behauptungen, also Russland sei da involviert in alle möglichen Operationen, nämlich hier die Wahlen und sonst was zu manipulieren. Es ist eben interessant, dass diese Orbis Business International von dem Christopher Steele unter anderem auch ein sogenanntes Projekt Charlemagne, also Projekt Karl der Große, geleitet hat über die angebliche Einmischung Russlands in Wahlen in Frankreich, Italien, Großbritannien und Deutschland und eine angebliche russische Kampagne zur Zerstörung der EU. Also man sieht da eben, wie sich das alles so verschränkt, ja, wie also diese ganze Cybergeschichte und so weiter und dann der angebliche Kampf dagegen und so weiter, also dass da eine ganze Menge eben ein Fragezeichen ist. Und man eigentlich sagen kann, dass das eben wirklich benutzt wird als Teil für eine Psychokriegspropaganda, die letztendlich, wenn sie nicht gestoppt wird, eben zu einem neuen Weltkrieg führen kann. Deswegen ist das schon eine sehr ernsthafte Geschichte. Und ich kann eigentlich nur alle einladen, jetzt von unserem Standpunkt das Material, was wir auch veröffentlicht haben, dazu unter anderem übrigens auch ein sehr interessantes Dossier über den Robert Müller, also den Sonderermittler, der dem Trump da diese Russland-Verbindung vorwirft, sich das mal anzuschauen, weil das geht, ist also sehr, sehr tiefgehend, wo man da sieht, mit wem diese Leute da zusammenhängen. Und insbesondere der Robert Müller hat auch eine unrühmliche Geschichte dabei, eben zu verhindern, dass die saudische Rolle bei den Ereignissen des 11. September da nicht wirklich aufgearbeitet werden konnte. Also da öffnet sich ein weites Feld. Und das Problem ist natürlich für die Bevölkerung irgendwie zu sehen, was ist da eigentlich los, was verbirgt sich hinter all dem. Und von daher denke ich aber doch, dass es noch ein gutes Zeichen ist, dass offensichtlich laut einer Umfrage der Welt 80% der Bevölkerung in Deutschland absolut gegen weitere Sanktionen gegen Russland sind. Und das unter dem Trommelfeuer all dieser ganzen Propaganda. Also ich glaube, es gibt wirklich ein großes Potenzial in Deutschland, hier auch eine Wahrheitsfindung in Gang zu bringen und wirklich eine Antikriegsmobilisierung zu starten, um endlich aus dieser fürchterlichen Rolle da rauszukommen, in die sich Deutschland unter der Frau Merkel da manövriert hat. Ja, das heißt, Ihr Konzept zur außen- und sicherheitspolitischen Entschärfung ist, wenn ich es richtig verstehe, miteinander reden und mögliche Lügen aufdecken. Ja, das ist eigentlich das, was man auch im normalen Umgang untereinander in der Gesellschaft ja tun sollte. Und letztendlich ist das ja doch die Voraussetzung dafür, dass man gemeinsam eine Zukunft hat. Weil wenn man das nicht mehr macht, sondern wenn man eben einfach gleich behauptet, das ist, ich weiß schon, wer ist der Schuldige, ohne irgendwelche Beweise zu haben, dann sind wir ganz ehrlich in einer Zeit, in die wir uns eigentlich nicht so gern zurückwünschen, ja. Das hatten wir alles schon mal. Ja. Zur Seidenstraße ich denke, Büso hat das ja auch erheblich mit angestoßen und China sitzt ja auch auf sehr viel Geld, auf sehr viel Staatsanleihen und möchte das wahrscheinlich lieber auch in Sachwerte investieren. Da wahrscheinlich auch ein großes Interesse, das so sinnvoll wie möglich zu verwenden. Ja, also klar.
meine, die ganze Konzeption, also die ganze Konzeption der neuen Seidenstraße ist von Seiten der Bülow eigentlich seit dem Fall der Mauer vorgeschlagen worden, die Idee eurasischer Entwicklungskorridore, um einfach nach dem Fall des Kommunismus da eine produktive, zukunftsorientierte Grundlage zu schaffen, also Frieden durch wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit. Und damals hat die Frau Zeppler-Rouge, die ja die Vorsitzende ist der Bülow, aber eben auch Gründerin des Internationalen Schiller-Instituts, dann bei ganz vielen Konferenzen dieses Konzept vorgelegt und unter anderem bei einer großen internationalen Konferenz in Beijing 1996 zum ersten Mal in China diese Idee der eurasischen Kooperation, einer Weltlandbrücke, einer neuen Seidenstraße vorgestellt. Und damals war bei dieser Konferenz der damalige EU-Vertreter für die Beziehungen mit China, Sir Leon Britton, der ist mittlerweile verstorben, und der hat damals eine wirkliche Tirade geführt gegen dieses Konzept und hat gesagt, nein, das wäre nie möglich und das hätte gar keine Zukunft. Da wären viel zu viele Länder, die da komplizierte politische Beziehungen hätten, und hat das also total versucht runterzuspielen, und was eben eigentlich der britischen Politik bis heute, also auf einer geopolitischen Ebene eben entspricht, weil da gibt es natürlich britische Firmen, die sich da auch engagieren, das ist ganz klar, aber die Regierung von Theresa May hat es ja abgelehnt, praktisch sich da offiziell mit der Belt and Road Initiative von China, also dem zuzustimmen und da direkt mit zusammenzuarbeiten. Also diese Auseinandersetzung zwischen Empire, was man auch sagen kann, Kolonialismus, Balance of Power, diese ganze Idee, Geopolitik, die hat sich eigentlich jetzt die ganzen Jahre wieder gezeigt in den letzten Dekaden. Und immer dann, wenn es da neue Möglichkeiten gab, dann wurde irgendwas aus dem Hut gezaubert, Kriege und andere Dinge. Aber jetzt lässt sich diese Seidenstraßeninitiative eben als neues Paradigma und Dynamik in der Weltpolitik eigentlich gar nicht mehr stoppen. Das ist extrem erfolgreich, und China hat ja auch mehrfach den USA angeboten, zu investieren in der amerikanischen Infrastruktur. Und wie Sie schon sagten, also da Staatsanleihen, die eigentlich, oder alle möglichen Papiere, die sie da halten, eben auch zum Beispiel gebündelt einzusetzen in einer Infrastrukturbank, das kam jetzt gerade nochmal als neuer Vorschlag von China, um da wirklich was aufzubauen. Und das ist eigentlich etwas, wo Präsident Trump jetzt ursprünglich auch sehr positiv darauf reagiert hatte und was in dieser Phase jetzt, glaube ich, auch wieder neu auf die Tagesordnung kommen kann. Also das ist eigentlich der richtige Weg, und wir sollten uns da auch anschließen. Wir sollten auch mitmachen. Viele Länder in Europa machen das bereits, in Südeuropa, aber auch die Schweiz, Österreich, Spanien, Portugal, Griechenland sowieso, die ost- und mitteleuropäischen Länder, und nur die EU, Brüssel blockiert da und behauptet, es sei also das sei jetzt eine Machtausdehnung von China, was ja völlig lächerlich ist. China baut aber auch Stützpunkte in dem zeitlichen Zusammenhang mit dem Ausbau der Seidenstraße. Das macht vielleicht manchen Angst, dass sie mit mehr Ländern Vereinbarungen haben über Militärstützpunkte. Naja, aber das ist eigentlich nicht wirklich der Punkt. Also das, was sozusagen die Herausforderung ist, vom Standpunkt dieser Finanzglobalisten und dieser Empire-Fraktion, ist eher, dass diese unilaterale Welt, die sie da für sich beansprucht haben die ganze Zeit, dass die so nicht mehr funktioniert. Und zum Beispiel in Afrika eine ganz andere Dynamik eingetreten ist, wo Chinas Aufbaupolitik von Eisenbahnen, Wasserprojekten, anderen Dingen absolut begrüßt wird. Und weil da die Länder einfach die Nase voll haben von dieser Ausplünderungspolitik und einfach auch eine Perspektive haben wollen. Oder auch im Nahen Osten, wo China schon angeboten hat, was jetzt zum Beispiel Syrien angeht, beim Wiederaufbau sofort zu helfen und. Also das ist eigentlich alles, es ist ein ganz anderes Paradigma von Frieden durch Entwicklung und Win-Win-Kooperation. Und das ist etwas, wo praktisch die City of London und dieses bankrotte Finanzsystem
dem ja gar nichts sozusagen Produktives entgegensetzen können, ja, außer Chaos oder irgendwelche Bankenrettungspakete oder andere Dinge. Austeritätspolitik gegen die eigene Bevölkerung, und das wissen die natürlich ganz genau, dass sie eigentlich, also der Westen muss ja seine Politik ändern, der Westen muss ja auch zurückkehren zu der positiven Tradition. Deswegen fordern wir ja auch, dass die vier Gesetze oder Wirtschaftsprinzipien von Lynn LaRouche auf die Tagesordnung müssen. Also das Trennbankensystem, um die Gefahr von einem chaotischen Finanzkollaps zu beseitigen, diese ganzen Spekulationen in die Mülltonne zu tun und wirklich nur noch die Banken mit Kapital auszustatten, die tatsächlich die Realwirtschaft fördern, dann eine Nationalbank zu schaffen in der Tradition der amerikanischen Nationalbank von Alexander Hamilton oder der Kreditanstalt für Wiederaufbau, wie wir es hier in Deutschland mal hatten, sehr erfolgreich. Und dann eben Zusammenarbeit mit den Infrastrukturprojekten der neuen Seidenstraße und eben auch eine Wiederbelebung des Wissenschaftsmotors, der ja entscheidend ist für eine moderne Ökonomie. Und China macht das im Bereich der Energie, im Bereich der also Kernfusion, Weltraumfahrt, anderer Dinge. Und dass wir eben wieder zurückkehren zu einer grundsätzlichen Ausrichtung des Gemeinwohls, wovon ja keine Rede mehr sein kann, spätestens seit dem Lissabon-Vertrag oder Maastricht, wenn man noch weiter zurückgeht. Ja, das ist ja das exakte Gegenteil von dem, was hier eben alles dominiert hat. Hier werden die Menschen ärmer, wir haben einen Anstieg der Armut in Europa, auch in Deutschland und in China ist man gerade dabei, die verbliebenen 30 Millionen Menschen aus der Armut zu holen, nachdem man schon 700 Millionen Menschen aus der Armut eben geholt hat. Und das ist ein Erfolgsmodell, was im Westen leider in den letzten 40 Jahren nicht zu sehen ist. Aber wie gesagt, es hindert uns ja niemand daran, das zu studieren, wie China das macht, uns auf unsere eigene positive Tradition zu besinnen und dann da gemeinsam zusammenzuarbeiten. Und das ist eben eigentlich das Gebot der Stunde, statt permanent irgendwelche neuen Kriege anzuzetteln oder irgendwelche Konfrontationsvorwände da zu suchen. Und ich kann nur noch mal sagen, also wer heutzutage permanent mit dem Säbel rasselt, wie das Großbritannien macht, der muss sich schon fragen lassen, will er eigentlich die Ausrottung der Menschheit, weil wir leben in einem thermonuklearen Zeitalter. Russland hat auch gerade bekannt gegeben, dass sie jetzt völlig neue Waffensysteme haben, womit sie eben sicherstellen, dass ihre Zweitschlagsfähigkeit, wenn sie angegriffen werden sollten, eben nicht zerstört wird. Und das hat sowieso einen Riesenschock im Westen ausgelöst. Und das zeigt einmal wieder mehr, dass man sich eben unterhalten muss, dass man miteinander reden muss. Und dazu ist sowohl Präsident Putin bereit, als ich denke auch Präsident Trump und Präsident Xi sowieso. Also da fällt mir einfach wegen miteinander reden. Ein ganz, ganz deutliches Beispiel war ja, als der Chemiewaffenzwischenfall in Ghouta war, eigentlich mit Spuren, die in verschiedene Richtungen weisen. Und die USA hatten sich da auf Spuren versteift, ausschließlich die zu betrachten, die wohl gegen die syrische Regierung waren. Da haben dann damals die USA größere Luftangriffe gegen Syrien machen wollen. Und die Russen hatten aber schon vorbereitet Vergeltungsluftschläge gegen Saudi-Arabien. Aber das ist zum Glück auch der Presse gesagt. Und bloß die USA haben es nicht mitbekommen. Und während des 31.08.2013, morgens früh laut Nachrichtenticker von AFP, war noch alles Vorbereitung für die Luftschläge der USA. Und dann nachmittags waren sie abgesagt. Und am 1.9. haben die deutschen Wirtschaftsnachrichten berichtet, dass die Mehrheit des Generalstabs der USA dagegen war, weil sie keine Exit-Strategie hatten, also aus der Eskalationsspirale. Das scheint also so zu sein, dass die Nachricht, also praktisch die russische Nachricht, dass Russland diese Vergeltung angekündigt hat, was in der EU-Times am 27.8. war, erst im Laufe des 31.8. die US-Regierung erreicht hat. Obwohl schon im Netz zu lesen war, am 27.8. Das ja, das deutet aber alles darauf hin, dass es da eben genau in diesen Militärkreisen einen ziemlichen Widerstand gegeben hat. Also ich denke nicht, dass sie das vorher nicht gewusst haben, sondern dass es eben eine politische Auseinandersetzung ist. Und dasselbe sehen wir jetzt, allerdings mit dem Vorzeichen, dass Trump grundsätzlich die Beziehung mit Russland verbessern will, was Obama nicht wollte. Und insofern, also wenn man nochmal das große Bild anschaut,
dann denke ich, ist es ganz wichtig, dass man irgendwie sich im Klaren darüber ist, dass wir es wirklich mit zwei verschiedenen Strömungen im Augenblick weltweit zu tun haben. Die eine, die eigentlich will, dass wir aus dieser Geopolitik-Falle da rauskommen und dafür arbeitet, und die andere, die das einfach weiter als Mittel benutzen will, um ihre Kontrolle zu behalten und dabei bereit dazu ist, eben auch über einen thermonuklearen Krieg zu gehen, wo möglicherweise die ganze Menschheit ausgerottet werden würde. Also es tut mir leid, aber wenn ich mir anschaue, was da von Theresa May und diesen ganzen Propagandaorganen kommt, dann muss man da wirklich schon sagen, es ist also wirklich ein Fall von Kriegstreiberei und eigentlich absolut erforderlich, dass man diesen Leuten da politisch das Handwerk legt. Das kann wirklich außer Kontrolle geraten. Das ist da nicht die Schuld von Russland und nicht die Schuld der USA, sondern einzig und allein dieser Netzwerke, die es drauf anlegen. Also deswegen nochmal, finde ich es extrem wichtig, dass die russische Regierung eine klare Stellungnahme abgegeben hat und eben die britische Regierung da verantwortlich gemacht hat für eine bewusste, vorsätzliche Anheizung einer Konfrontation und eben die Frage stellt, sind eben die Geheimdienste Großbritanniens selber daran beteiligt. Und wenn man das ernst nimmt, diese These, dann muss man sich ja eben wirklich die Frage stellen, warum und wieso. Ja, und dass man also solch eine Zündelei mit dem Weltfrieden absolut von jeder Seite nur schärfstens verurteilen kann. Und da ist dann wirklich eine Mobilisierung auch in der deutschen Öffentlichkeit ganz, ganz entscheidend. Und es ist ja gut, dass ein paar Leute jetzt schon sich geäußert haben aus allen Parteien, aber also man darf sich dann wirklich nicht an so etwas beteiligen. Mir ist noch was aufgefallen zu dem Stoff, der da eingesetzt worden sein soll. Die Berichte, die gehen auseinander. Wie viele Leute von dem vermuteten Novichok-Wirkstoff geschädigt worden sein. Alles scheint Rauch, bezieht sich auf einen Mitarbeiter aus dem Gesundheitsbereich, der meint eben, dass 3 Leute mit Vergiftung eingeliefert worden seien. Also Herr Skripal, seine Tochter und der eine Polizist, der damit in Berührung gekommen ist. Während zum Beispiel der Think Tank Council on Foreign Relations sich auf Berichte zu verlassen scheint, dass mehr Leute kontaminiert worden seien. Das scheint da ziemlich zu divergieren, was für Zahlen genannt werden, wie viele Leute da kontaminiert worden sind. Ja, also das muss eben alles rausgefunden werden, und ist ja vielleicht auch dann die Aufgabe mit von diesem OPCV, dass die das also da genau eingrenzen können, wie weit das überhaupt gegangen ist. Aber wie gesagt, also es ist ja schon interessant, dass da gleichzeitig diese Übung da stattgefunden hat, von der die russische Regierung spricht. Also wie gesagt, ich denke, das sind da, es sind wirklich, wie sich jetzt auch aus dieser Diskussion ja gezeigt hat, mehr Fragen im Detail über all diese Vorgänge. Und wenn man sich dann anschaut, was Theresa May da diesen EU-Vertretern präsentiert hat, nämlich so eine Art 6 Punkte, wo sie also alles auflistet über die angebliche russische Aggression von Adam bis Eva, aber überhaupt gar keine Beweise vorgelegt hat. Die Tatsache, dass dann die EU sich also entschlossen hat, eben zu sagen, ja, quasi, es ist eigentlich außer Frage, dass es Russland war, das ist ein Skandal in sich, ja, weil es sind extrem viele Fragen offen, und das sollte eigentlich mehr, würde ich mal sagen, Besorgnis erregen in der Bevölkerung, dass sowas möglich ist. Und dann eben ja dann auch noch verschiedene EU-Länder sich da gleich an die Front gestürzt haben, um Leute eben Diplomaten zu auszuweisen. Also das finde ich einen wesentlich größeren Grund zur Besorgnis in dieser ganzen Kette von Entwicklungen als alles andere. Also wie gesagt, ich meine, dass man muss es vor dem strategischen Hintergrund verstehen, und es ist sehr wichtig,
dass man das eben auf der Ebene sieht, dass es vor allen Dingen dazu da ist, eben das Verhältnis zwischen USA und Russland endgültig zu zerrütten, was man eben über das Steele-Dossier, Russia-Gate, Trump-Gate und so weiter nicht geschafft hat, quasi als eine neue Phase. Das wird vermutlich so nicht funktionieren, nach all dem, wie das jetzt aussieht. Aber die Tatsache, dass es da Kreise im Westen gibt, insbesondere in London, Theresa May und Co., die einfach denken, sie können sowas ungestraft in die Welt setzen. Ich glaube, das ist wirklich ein großer Grund zur Besorgnis und das sollte möglichst schnell gestoppt werden. Und es zeigt auch, dass in dem Punkt die Büsow mal wieder recht gehabt hat, weil ich weiß ganz genau, dass über viele Jahre hinweg immer wieder Leute gesagt haben, ach, britisches Empire, das gibt's doch gar nicht mehr. Worüber redet ihr denn? Aber man sieht das jetzt also wirklich in Aktion und das ist auch die Chance, das jetzt endgültig zu stoppen und zu sagen, jetzt ist aber Schluss, das wollen wir nicht nochmal. Wir wollen nicht nochmal eine Anheizung hier zu einem Weltkrieg mit irgendwelchen unbewiesenen Vorwürfen. Das hatten wir alles schon mal und diesmal wird das sehr, sehr viel schlimmer ausgehen. Ja. Da bleibt zu hoffen, dass genug transparent wird, damit sowas in Zukunft nicht mehr möglich sein wird. Herzlichen Dank für das Interview und die Zeit, die Sie sich genommen haben. Gern geschehen. Ich hoffe, dass es dazu beiträgt, dass es eine größere Diskussion hier in diesem Lande gibt. Vielen Dank. Ja, dann auf Wiederhören. Wiederhören.